bin Bernd Arold, ich habe ein eigenes Restaurant, der Gesellschaftsraum hier in München. Und wir spielen hier sehr viel mit Geschmäckern und wir sind eine sehr kreative Küche und leben uns hier sehr aus mit dem Essen. Wir kombinieren Fisch und Fleisch pro Gericht. Wir machen immer eine Chutney dazu, die mit Frucht abgeschmeckt ist, die ein dominantes Gewürz dabei hat, wie zum Beispiel Tonkabohne, Lakritze, Lavendel. Und die Beilagen sind auch immer anders, als man sich das erwartet. Also Gnocchi schaut nicht aus wie Gnocchi, ist zwar vom Grund her schon eins, aber ist immer verändert, auch mit Geschmäckern. Und wir lassen uns immer hier sehr viel einfallen, um den Leuten was Kreatives auf den Teller zu bringen. Unsere Gäste im Gesellschaftsraum sind sehr gemischt. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil es einfach eine gute Stimmung gibt. Also wir haben wirklich von Jugendlichen, sage ich jetzt mal, die sich das zusammensparen, um dann hier einen Gang essen und ein Bier zu trinken, bis wirklich ältere Generationen, die hier wirklich den ganzen Abend mit 7 Gängen verbringen und teure Weine dazu trinken. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Kombination. Also vom Anzugträger bis zum Tätowierer. Diese Mischung, finde ich, macht die Stimmung im Gesellschaftsraum aus und finde es eine sehr schöne Stadt. Ich habe das Restaurant Gesellschaftsraum geöffnet, um Menschen zusammenzubringen. Deswegen habe ich es auch Gesellschaftsraum genannt. Mit unserem lockeren Service und dem Ambiente bin ich mir sicher, dass man wirklich sehr schön aufbringen kann.